Vor dem Spiegel. Jérôme Castel schminkt sich mit Sorgfalt. Aber diesmal sind es nicht die letzten Vorbereitungen für einen Auftritt. Der Berliner Transvestit verschönt sich für seinen Besuch beim Papst. Ich gehe jetzt zum Papst, weil ich den so unheimlich sexy finde und unbedingt wissen will, wie dieser Mann in Wirklichkeit aussieht. Aber Jérôme tut hier provokanter, als er ist. Der Papstbesuch hat durchaus auch einen ernsteren Hintergrund. Jérôme möchte wissen, wie man ihm begegnen wird im katholischen Gottesdienst, dort, wo Homosexualität als Sünde gilt. Jérôme ist vermutlich der einzige erkennbare Schwule bei dieser Papstfeier. Die meisten von ihnen tummeln sich zu der Zeit auf dem großen Berliner Schwulen- und Lesbenfest des Dienst und prompt wird er doppelt scharf kontrolliert. Den Grund sagen uns die Ordner allerdings nicht. Kein Alk, keine Waffen. Mir ist vorgeworfen worden, ich würde jetzt hier, weiß ich nicht, die Leute verletzen wollen in ihrer Gläubigkeit, aufgrund dessen, wie ich jetzt hier gedresst bin und so. Und mir wurden, zweimal wurde meine Tasche durchsucht, weil sie wahrscheinlich glauben, dass ich jetzt hier irgendwelche Attentate vorhabe, ich weiß auch nicht. Kein netter Empfang. Geheim, weil ich denke mir, das ist hier so eine Massenveranstaltung, das ist so ein Personenkult, der dem gefrönt wird. Und ich finde, Glaube ist nicht von einer Person abhängig. Und es hat was sehr Totalitäres für mich, finde ich, was sehr Absolutes. Also so, ich denke, das ist auch erschreckend, wenn man sich überlegt, was ein Mensch für eine Auswirkung für viele andere Leute hat. Also dass sein Wort Gesetz ist praktisch. Mit gemischteren Gefühlen. Er weiß, auch wenn man ihn hier geduldet hat, es wird noch lange dauern, bis die katholische Kirche ihn und andere Homosexuelle wirklich in ihrer Lebensweise akzeptieren wird. Und sicher wird das nicht mehr zur Amtszeit von Johannes Paul II. Sein.